Herzlich willkommen zum neuen und auch letzten Update von Heartbreaker und mir. Ich möchte die Chance nutzen, mich an einem netten Trainerkollegen zu orientieren und ebenfalls für euch ein Video vorzubereiten, in dem ihr seht, was ihr ersteigert, wenn ihr diesen kleinen Kerl in Aachen mit nach Hause nehmt. Ihr müsst mir auf jeden Fall versprechen, dass ihr ihm genügend Liebe gebt und Zuneigung, weil der liebt es, mit euch zu kuscheln. Wenn er sich dann in seinem neuen Zuhause eingelebt hat und du ihn von der Koppel holen möchtest, wirst du jedes Mal freundlich begrüßt und in der Regel kommt er angetrabt oder angaloppiert, weil er wirklich seinem Menschen einfach nur gefallen möchte. So ein tolles Pferd. Mittlerweile hat Breaker überhaupt kein Problem mehr mit dem Hänger zu fahren. Das heißt also, wollt ihr irgendwo anders hin, verläuft alles ganz entspannt mit ihm. Sollte es bei eurer gemeinsamen Arbeit oder euren gemeinsamen Erlebnissen mal so warm sein wie momentan, ist es kein Problem, mit ihm ins Wasser zu gehen. Breaker ist eine richtige Wasserratte und liebt es. Solltest du Kinder haben, 1, 2, 10, egal, Breaker liebt sie alle. Breaker wickelt jeden um den Finger und lässt sich auch bei den quirligen kleinen Erdbewohnern kaum aus der Ruhe bringen und das zeigt, wie nervenstark dieses Pferd wirklich ist. Genauso sieht es aus, wenn du bei einem deiner vielen Touren und Abenteuer mit Breaker auf eine vielbefahrene Straße triffst. Entspann dich, weil dieses Pferd lässt sich eigentlich, wenn es dir vertraut, durch nichts anheben. Das ist einfach gigantisch und wunderbar. Natürlich hat Breaker gelernt in der Zeit, in diesen 100 Tagen jetzt, seine Hufe ordentlich und brav zu geben. Meistens reicht es schon, wenn du mit deiner Hand am Bein runterfährst und er gibt ihn dir freiwillig. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Breaker wieder bei der Hufbearbeitung dran ist. Aber mach dir keine Sorgen, denn auch die Huforthopäden umwirbt er ganz schnell mit seinem Charme und die beiden haben eine Menge Spaß miteinander. Bei der Hufbearbeitung selber benimmt sich Breaker mittlerweile wie ein alter Hase. Dein Pferd kann problemlos ausgeschnitten werden oder geraspelt werden. Und man sagt ihm nach, dass er gute und große Hufe hat, sodass es für euch kein Problem wird, auch mal einen steinigen Weg im Gelände zu überqueren. Auch das Aufstellen auf den Hufbock ist kein Problem. Somit kann gewährleistet werden, dass die Hufe deines Pferdes immer sauber und ordentlich bearbeitet werden können. Wenn dann der Zeitpunkt des Anreitens gekommen ist, was aber noch ein oder besser zwei Jahre bei Breaker dauern sollte, wirst du mit dem Satteln überhaupt keine Probleme mehr haben. Er hat jetzt in der Zeit gelernt, sich frei und entspannt den Sattel auflegen zu lassen. Ich persönlich nutze den Western-Sattel. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass Breaker durch seine Vielseitigkeit auch in anderen Bereichen der Reiterei unterwegs sein kann. Wie du siehst, wirst du auch beim Angurten mit diesem Pferd überhaupt keine Probleme mehr haben. Er lässt das ganz geduldig und brav über sich ergehen und hat gelernt, sich dabei zu entspannen. Mit einem jungen Pferd ist sicherlich dieser Moment einer der kritischen Momente beim Anreiten. Aber hier wirst du mit Breaker wirklich keine Probleme mehr haben. Ich behaupte, im Wald oder im Gelände allgemein fühlt sich Breaker am wohlsten. Und ich glaube, er wird ein super Verlasspferd im Gelände werden. Wenn er sich an dir orientiert, macht es einfach nur Spaß, mit ihm derzeit wandern zu gehen oder später sicherlich im Gelände zu reiten. Du wirst sicherlich mit diesem Pferd im Gelände eine ganze Menge Spaß haben. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du irgendwie groß was finden könntest, was dieses Pferd wirklich mal aus der Ruhe bringt. Er geht mit dir im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und über Stein. Und wenn du ihm vertraust, wird alles möglich sein. So, und jetzt habe ich sogar gereimt. Aber ich meine es ernst. Egal, welche Aufgaben Breaker von mir gestellt bekommen hat, er hat sie alle mit Bravour gemeistert. Sei es Treppen rauf, Treppen runter, über verschiedene Brücken, über verschiedene Untergründe. Ihn interessiert wirklich kaum was. Ich würde ihn als den Hängebrückenprofi bezeichnen. Und selbst davor musst du keine Angst mehr haben, dass ihr dieses Hindernis nicht überwinden könnt. Des Weiteren hat Breaker das sogenannte Ground Tying gelernt. Das heißt also,
stehen zu bleiben auf ein Kommando und sich erst dann zu bewegen, wenn man ihn entweder abholt oder ihn zu sich ruft. Das finde ich für junge Pferde besonders wichtig. Und wie man sieht, hat er das Stehenbleiben wirklich verinnerlicht und man kann machen, was man möchte und dieses Pferd ist ganz entspannt. Und lass dir von mir gesagt sein, dieses Pferd wird dich jeden Tag aufs Neue überraschen. Du wirst mit ihm Dinge machen können, die du hättest dir nie vorher erträumen lassen. Und das ist einfach so Wahnsinn. Er ist wirklich eines der entspanntesten Pferde, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Und wenn er dir vertraut und du ihm vertraust, dann würde ich behaupten, ist mit ihm alles möglich. Also überlegst du nochmal. Ich an deiner Stelle würde mir diese Chance auf so ein tolles Pferd nicht entgehen lassen. Jetzt rennt die Zeit. Bald steht Aachen vor der Tür, nimm dir ein Herz und ersteiger dieses tolle Pferd. So, wir sehen uns in Aachen. Vielen Dank für eure Geduld, euer Zuschauen, euer Zuhören, für den Austausch mit euch. Bis dahin, alles Liebe.